Hallo meine Freunde des Widerstandes und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Len 16. Und dem Drachenburschen. Der bin ich. Außerdem wird heute gegrüßt, nämlich Henry wird gegrüßt. Und auch Liuba. So ist es, außerdem der Medin. Und die, oder der Mardi. Das ist Luke Skywalker. Das ist die Karte zu ihm. Generalin, ich bedauere Ihnen das sagen zu müssen, aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Was noch schlimmer ist, sie passt zu keinem uns bekannten System. Wir haben einfach nicht genug Informationen, um Master Luke zu lokalisieren. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und nach Hause bringen? Die Erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist Ihr nächstes Ziel. BB-8, du verschwendest deine Zeit. Ich fürchte nicht, R2-D2 befindet sich im Energiesparmodus, seit Master Luke fortgegangen ist. Die Auswertung der Daten von Snaps Aufklärungsflug bestätigt Finns Bericht. Und das ist die Starkiller-Basis. Woher bezieht eine Waffe dieser Größe ihre Energie? Sie wird gespeist durch die Sonne. Die Waffe entzieht Energie, bis die Sonne irgendwann verschwindet. Na schön, wie sprengen wir sie? Es gibt immer einen Weg. Bei der Menge an Energie, die die Waffe speichert, muss in dieser Basis irgendwo ein Thermalgenerator sein. Den gibt es. Falls es uns gelingt, den Generator zu zerstören, destabilisiert das vielleicht den Kern und vernichtet die Waffe. Na dann beschießen wir diesen Generator mit allem, was wir haben. Sie besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Abschalten kann ich die Schilde schon, aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Dann fliegen wir dich hin. Reparaturen abgeschlossen. Jetzt noch Treibstoff und Munition verladen. Treibstoff, Munition und Wookie-Cookies für Chewie. Ich werde das Schiff vor dem Abflug überprüfen. Ihr kümmert euch um die Vorräte. Vergiss nicht, wer hier der General ist. Wir haben ja so ein bisschen gerätselt, wie viele Levels noch sind. Was habt ihr benutzt? Ganz drauf an, wie sehr man manche Abschnitte des Films ausnutzen will. Ja, zum Beispiel der Abschnitt hier, der ist ja eigentlich so... Ja. Nicht so lang? Nicht so laut, wollte ich sagen. Nicht so laut, ah! Hier bräuchte ich dich übrigens mal. Bräuchtest du mich dann? Ja. Ich bräuchte dich hier, damit wir das zu zweit reinschieben können. C3PO ist leider nur zum Zuschauen geeignet. Damit wir zu zweit was reinschieben können? Ja, jetzt komm doch her. Ich komm ja schon. Oder ich brauch, nee, ich brauch die Armee. Du bringst mir gar nichts. Du Drecksack. Aber hat funktioniert. Hat funktioniert, Len. Wie kommen wir da rein? Tja, überleg mal. Von oben müssen wir irgendwie was ausschalten. Also irgendwie nach oben. Yep. Da oben ist auch noch ein Minikit. Ja, wie kommen wir da hin, wie kommen wir da hin? Alles so gemein versteckt. Jetzt schieb erstmal. Wo ist Chewbacca? Ja. Ja, dann brauche ich erstmal unsere Jungs hier. Guck mal, wer hier ist. Nia Namp. Der will aber nicht mit uns sprechen. Dann red halt mit ihm. Oje, ich fürchte, Master Namp ist nicht gerade kooperativ. Anscheinend versprach man ihm Bibelbeereneis, um diese Hitze zu ertragen, und er verweigert uns die Hilfe, bis dem Versprechen nachgekommen sein wird. Kein Problem. Nein, Namp ist der Held der Rebellion, der bei der Zerstörung des zweiten Todessterns half. Er soll sogar Streusel haben, wenn er sie möchte. Das gilt auch für Han, aber sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Das mit dem Helden oder das mit dem Streusel? Komm mal hier. Das weißt du ganz genau. Das mit den Streuseln. Ja. Definitiv das mit den Streuseln. Udala, dann gucken wir mal, was wir hier. Da brauchen wir schon wieder Luke. Luke haben wir nicht. Luke und Vader. Luke und Vader. Luke und ich Vader. Glaub, ich glaube, ich nicht schon wieder. Der Luke und Vader. Achso, das läuft schon, okay, gut. Dann, was ist das in der Mitte? Dreieck, oder? Nee. Ja. Dreieck, okay. War nicht so richtig zu erkennen. Wie davor auch schon. Okay, kam mir doch gleich so bekannt vor. Ach, voll Glück. Ah, jetzt ist offen.
Gott sei Dank. Oh, das Minikit ist aber auch schon wieder schön. Das kriegen wir direkt. 4 von 10 Minikits haben wir auch schon wieder. Also 4, 5 kriegen wir fast immer. Feine so. Sache. Oh ja, ein Mikrofighter. Ein A-Wing, ein kleiner. Einer von dreien. Die anderen können wir wahrscheinlich wieder nicht zusammenbauen, vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie hoch. Ja. Habe ich das Gefühl. Durch die Tür kommen wir hier irgendwie auch nicht durch. Ah, hier, ich sehe, wo man hoch kann. Okay, die Frage ist mal, wie kommt man dann da hoch? Hier. So, kommt man da hoch. Okay. Dann ziehe ich mal auf der anderen Seite das Ding, wenn du da noch versuchst, hoch, oben was zu reißen. Du meinst, du schiebst es? Ja. Sturmtruppler? Hä? Ein Sturmtruppler kann hier einbrechen? Das ist anscheinend stark genug. Vielleicht ist der Zähler starke Einheit. Danke. Oder er kann einfach brüchige Sachen zerstören. Das kann natürlich auch sein. Sorry. Ach, immer diese schöne Musik. Es ist einfach so schön. Könnte ich ewig hören, diese Musik. Könnte ich ewig hören. Ah, jetzt können wir hier hinten hin. Hier muss es doch irgendwas geben. Irgendwas, was uns weiterhilft, wird es hier doch geben. Kann ich hochspringen? Nein, geht natürlich auch wieder nicht. Aber warum ist BB-8 wieder runter? Das kann ich dir nicht sagen. Finn, kannst du mir mal zur Hand gehen? Nein, gerade nicht. Wir sind 5 Leute dabei, die dir helfen können. Ich fühle mich dezent verarscht. So, dann komme ich halt zu dir. Ja, bleib mal hier. Ah, da ist die Karotte. Oh, Minikit. Ja. Hast du es gerade da raus? Ne, das hast du nicht. Du bist beim roten Stein beschäftigt. Nein. Echt? Weiß nicht, wo der rote Stein ist. Ah, der ist da unten. Der ist noch eine Etage tiefer, glaube ich. Ja, und ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Kann man es nochmal irgendwo aufbauen? Ja, kann man. In der Mitte kann man es aufbauen. Alles, was wir brauchen, um Mr. Nam zufriedenzustellen, finden wir in diesem goldfarbenen Container. BB-8, kannst du ihn zur Ausgabe manövrieren? Ah, schmeißen wir ihn irgendwie auf den Kopf wahrscheinlich, oder? Ah, ich glaube, die Richtung ist richtig. Ja, das sieht gut aus. Mal schauen, wo der jetzt hinkommt. Beziehungsweise mal schauen, wo er wieder rauskommt. Oh oh. Gleich explodiert irgendwas. Nein. Das ist wie bei Domino Day hier. Na, wenn du das sagst. Diese Kettenreaktion meine ich. Musst du es gerade wieder bewegen? Ja, du bewegst es gerade wieder. Ja, ich bewege es gerade. Ja, schön. Das ist kaputt gemacht. Ah, okay. Ja, da muss man nach links drücken, damit sich das bewegt. Also immer so, wie es gerade angezeigt wird von der Kamera aus. Ja, das sah am Anfang aus wie nach unten, aber... was machst du denn da? Ja, ich muss es in die Richtung. Doch, die Richtung ist schon. Sonst sehe ich da auch keine Möglichkeit als diese Richtung. So ein bisschen wie so ein Kofferband, das erinnert, daran erinnert es auch. Ach, da fährst du schon drauf. Eis. Diese Container sind ziemlich solide. Es wird einiges an Feuerkraft erfordern, um ihn zu öffnen. Yeah. Wir haben Lichtschwert, wieso können wir da nicht rein? So, kommst du. Wollen wir das auf der anderen Seite erst machen, oder? Ich will wissen, wie man die goldenen kaputt machen kann. Ja. Ich kann's nicht. Goldene Lagersteine können auch von Gruppen von Charakteren. Von Charakteren zerstören werden. Gruppe, wo ist meine Gruppe? Ah, ich hänge noch. Okay, komm mit. Wo ist meine Gruppe? Bleib du das mit da. Ja, ich gehe mal meine Gruppe suchen. Tu das. Hast du die zufällig gesehen, meine Gruppe? Oh, kann ich hier hochspringen? Ja, deine Gruppe ist direkt hier. Wieso kann ich da nicht hochspringen? Egal, ich versuche es erstmal mit meiner Gruppe hier zu regeln. Ich bin auf dem Weg, es dauert noch kurz, bis ich da bin bei meiner Gruppe. Ein paar Meter muss ich dann doch noch zulegen oder so. Das ist meine Gruppe. Da ist meine Gruppe. Und damit können wir das auch hier gleich zum Explodieren bringen. Go! Ah, jetzt machen sie auch alle mit. Sehr so schön. Heiß. Oh ja, das war wirklich gut. Danke, Imri. Dann holen wir Mr. Nam mal sein Eis. Denken Sie daran, Bibelbeereneis, darauf hat er bestanden. Bibelbeeren sind also blau. Das heißt, ja, zufriedenes Gebrabbel, das wollen wir uns aber auch übersetzt haben vom C3PO, wenn er schon mit dabei ist hier. Roboter-Mensch-Kontakter und sowas. Okay. Kekse!
Brauchen wir noch was anderes hier drin? Mini-Kit oder so? Oh, es gibt einen von den Fliegern. Oder? Nee, nicht mal. Schade. Ups. Hallo? Ich hab grad irgendwie einen umgebracht. Ja, mich. Ah! Einen Gleiter von Hut. Und wo soll ich die Cookies hinbringen? Vermutlich zum Chewbacca. Ach, das sind die Cookies. Ah ja, okay. Die Cookie-Wahrscheinlichkeit liegt auf jeden Fall bei 100%. Na, damit wäre das Wichtigste erledigt. Fehlen nur noch Treibstoff und Waffen. Auch die sollen wir bekommen, auch die sollen wir bekommen. Wie wir den roten Stein bekommen, haben wir immer noch nicht so ganz kapiert, oder? Du nicht. Und ich auch nicht. Wie aber erstmal betonen, dass ich es nicht kapiert habe. Ja, natürlich. Dann müssen wir da hinten nochmal in irgendein. Ja, da kommen wir wahrscheinlich dann doch da hinten durch mit. Ah ja, da brauchen wir. Ja, da brauchen wir dann Luke hier. Verdammt! Schade. Dachte, den roten Stein könnten wir auch schon bekommen. Aber momentan brauchen wir eh keine roten Steine, weil wir eh nicht alles haben, was wir brauchen. Vor allem momentan sparen wir ja eh noch den Multiplikator. Das heißt, wir können eh erst richtig weitermachen, wenn wir den Multiplikator haben, den zweifachen. So, ziehen wir jetzt gemeinsam hier. Hier ist ein Aufzug, oder? Ah. Wollten wir jetzt gemeinsam ziehen oder ja, wir wollten, Aufzug fahren? Ja, wir wollten gemeinsam ziehen. Und dann, danach wollten wir mit dem Aufzug fahren. Aber erstmal gemeinsam ziehen. Aufzug zum gemeinsamen Ziehen. So. Was passiert, wenn ich nicht mehr drücke? Du musst umso mehr drücken. Okay. Überlässt du etwa mir die Arbeit? Die Drecksarbeit muss wieder ich machen, ja. Drecksarbeit? Bringen wir diese Dinge an Bord. Ah, das waren die Raketen, oder? Das Geräusch ist auch schön, was das Ding macht. Jo, ich habe auch die Raketen. Sobald das Schiff aufgetankt ist, kann es losgehen. Brauch dich auf meiner Seite übrigens nochmal, weil nur du da hochspringen kannst. Ich bin schon unterwegs. So kann ich nur da hochspringen. Weiß ich nicht, weil du wahrscheinlich mit dem Lichtschwert in die Wand einhakst. Ist meine Theorie. Okay. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da täusche, aber ich denke. Kann einfach sein, dass mein Sturmtruppen-Training mich sehr agil gemacht hat. Auch das ist möglich. Oder auch nicht. Wieso darf ich da nicht hochfahren? Achso, was nicht aktiviert ist. Ja, ich mach gleich. Okay. Kannst du das überhaupt machen? Du musst es. Okay, du kannst auf jeden Fall versuchen, dann wahrscheinlich macht vielleicht oder so. Da brauchst du. Ja gut, hättest du auch selber machen können, aber. Lass erstmal mich da hoch, das ist auf jeden Fall hilfreich, glaube ich. Okay, jetzt haben wir immerhin einen zweiten Aufzug. Ach so, du kannst es jetzt da reinsetzen in den. Jetzt fährst du es wieder hoch. Ach so, du musst uns. Okay, ja, du musst erst in den einen einsetzen, dann in den anderen einsetzen. Ja. Ah! Nein! Oh. Das war knapp. Apropos knapp, wir kommen jetzt dabei nicht hoch. Ja. Geh ja schon. Mann. Aber das Level, muss ich sagen, ist jetzt so von dem Spannungsgehalt noch. Ah, das zieht sich ein bisschen. Da hat man so das Gefühl, sie wollen das Spiel ein bisschen künstlich in Länge ziehen. Ja. Ach, C3PO. Das kannst du eigentlich. Entscheid nicht das, was du von ihm willst. Oder du hast es ihm einfach schlecht gesagt. Das ist natürlich auch immer der. Du bist die. Nein! Warte. Wir haben keinen Stab. Okay, das geht nicht. Hat C3PO schon wieder nicht mit hochgekommen, oder? Ja, aber du kannst es ja auch. Kann ich das? Ja, die kannst du auch. Nein. Doch, es. Nein, kann sie nicht. Da brauchst du C3PO. Oh mein Gott! Das ist nur für C3PO. Hilfst du mir mal hoch? Ich bin C3PO. Ach, du bist. Len fällt erstmal runter. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich. Das Spiel, wie es funktionieren sollte. Okay, nein, nicht. Ich sollte mal da drauf bleiben. Springen kann der C3PO nämlich nicht. Jetzt es geht nur ebenirdisch weiter. Jetzt sollte ich möglichst nicht runterfallen, sonst werde ich vom Len 16 in Stücke gehauen mit dem Lichtschwert. Was ich nicht möchte. Nicht so das, was unbedingt zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehört. Ein Protokoll-Droide. Endlich. Ah. Gelb, grün, irgendwas. Da Yahua Amamuna. Inato. Ich glaube, es ist orange oder rot oder so. Wahrscheinlich soll es rot darstellen. Das passt nämlich dann von der Ampel her ungefähr. Sind die Münzen gerade zu mir gegangen oder sind die im Boden verschwunden?
Bin mir nicht so ganz sicher. Zu dir, wir haben ja auch Saugen. Wir haben ja Magnet. Stimmt wahrscheinlich, ja. Oh, und wenn du nachher Zeit hast, mein Toaster ist auf Jawaisch eingestellt. Also würde ich mich über jede Hilfe freuen. Houtini! Geil, wie der Toaster die ganze Zeit Houtini! Houtini! Sagen würde. Das wäre cool. So Toaster würde ich auch haben. Ja. Du nicht? Doch. Oh, hier gibt's noch Mini. Nee. Ja, doch. Ah, das ist das dritte von denen. Der Y-Wing ist es. Yay, also ein Minikit. Der Y-Flügler. 6 von 10 Minikits. Sollen wir nicht mal fahren? Nach nein! wie sie fährt. Hast du es gerade gesehen gehabt? Nee. Ja, sie hat jetzt gerade so den Titanic-Move gemacht beim Fahren. Das sah ziemlich witzig aus. Also, roten Stein haben wir gesagt, komm mal nicht ran. Das heißt, wir müssen wohl hier weiterfliegen. Dann kriegt das Level vielleicht doch noch mal ein bisschen Fahrt hier. Aber wir sind doch schon gefahren. Ja, dann kriegt es ein bisschen Flug vielleicht. Nimmt es Flug auf und nicht Fahrt auf. Ziemlich abgeflogen. Oder abgehoben. Manche Dinge ändern sich eben nie. Viva, du machst mich immer noch verrückt. Wenn du unseren Sohn siehst, bring ihn nach Hause. Und da fliegt der Falke. Und er fliegt. Und sie sehen sich ein letztes Mal. Der Falke und der. Oh, das Level ist vorbei. Das Level ist tatsächlich schon vorbei. Das ist schade. Das ist schade. Das war, muss ich sagen, das mit Abstand schwächste Level auf jeden Fall in dem Spiel. Ach was. Ja, doch, doch. Das waren ja nicht mal 100.000 Steine. Aber wir sind laut geworden. Also kriegt man natürlich auch die Level zusammen. Fand ich jetzt echt schade, das Level. Keine also roten Steine. Das geht besser. Aber 6 Minikits haben wir. Ja, immerhin etwas. Schauen wir, was zusammengebaut wird. Der Falke? Nein, das ist nicht der Falke. Den haben wir doch schon. Ah, stimmt, beim anderen Level. Ah, ein B-Wing ist es. Okay. Gab's ja auch eine coole Rebels-Folge mit dem B-Wing. General Leia haben freigeschaltet. C-3PO aus dem Admiral Statura. Kaluan, Emad, Gosturas, Meta Kalonia. Nienamp, jawoll, wir haben Nienamp freigeschaltet. Was haben wir dabei? Das ist prima. Nee, das ist Nian. Nian. Nee, der andere hieß doch Kolonia. Achso, ach, der hieß Kolonia. Okay. Oder Kalonia, keine Ahnung. Er hieß bestimmt Kolonia, Len, er hieß bestimmt Kolonia. Konolia oder so. Jetzt sind wir schon wieder Millennium Falcon, da gibt's aber viele Missionen. Was? Nein, wir fliegen ja. Ja, klar, aber. Auf Millennium Falcon. Nee, jetzt sind wir erstmal im Zwischending. Ja, genau, weil wir gerade fliegen mit Millennium Falcon. Auf dieser Reise braucht der Hyperantrieb alle Energie, die er kriegen kann. Du und Chewie könnt euch darum kümmern, oder? Ja. Kein Problem. Das ist logisch, lieber Herr Drachen. Ja, ja, ich dachte nur, es kommt jetzt wieder so ein Zwischenlevel, aber das ist gar kein so ein Zwischenlevel. Das ist direkt hier Action, weil. Wobei denn die goldenen Steine liegen? Das ist ein Zwischenlevel. Ja, aber die goldenen Steine liegen rum wie immer. Alles gut. Ja, ja, klar, wir sind hier auf dem. Na, dann wollen wir eine Runde spielen. Millennium Falcon. Eine Runde spielen, wobei, ja, gegen den Wookie möchte ich das nicht spielen. Ich wäre jederzeit bereit für ein Spiel. Ja, das denke ich mir fast. Ich muss nicht mal die Wookie-Taktik benutzen. Mir die Arme ausreißen? Ja. Und leider kann man das von fast keinem behaupten. Ah, da fehlen uns nur noch 8 Steine, da können wir hier sogar die Mission machen. In der Tat. Da kannst du. Zieh, 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 zieh. Ah, da konnten wir vorher nicht rein. Ich verstehe. Doch, da konnten wir da vorne nicht rein? Wir waren jedenfalls noch nicht da drin. Das stimmt. Aber doch, eigentlich hätten wir schon reingemusst. Eigentlich hatten wir ja genügend Leute da. Ist ja auch nicht viel. Aber warum ist das dann extra so hier so eine Kammer drin? Warum nicht? Mysteriös. Hier naja, kannst du auch ziehen. Vielleicht hat das ja nochmal eine Aufgabe später. Ja. Die wir vielleicht jetzt noch nicht verstehen werden. Ui, toll. Keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus wie die Rettungskapsel oder sowas. Aber das wird unnötig, weil die nicht auf beiden Seiten. Okay, da kann ich nicht rein. Das ist ungesund. Wir sollen da rein. Da waren wir schon mal drin. Ja. Das kommt mir hier alles sehr bekannt vor. Du musst ziehen. Ich muss ziehen? Dann mach ich das mal. Ich zieh schon. Zieh ich alle ab hier. Keine Chance gegen mich. Der Falke ist erledigt. Ups. Wollen wir nach rechts zuerst? Ja, mach das. Und jetzt? Jetzt
kann ich hier was drücken und nochmal eine Mission machen, die wir schon mal gemacht haben. Nee. Soll ich besser nicht machen, oder? Nee. Nicht so das, was wir wollen. Na gut, dann fällt mir bestimmt noch was anderes ein, was ich hier machen kann. Zum Beispiel hier, das Ding kaputt machen. Ah, da, ah. Es macht aus, bevor wir es zum Hyperantrieb umleiten. Der Part von Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du in Zukunft garantiert keine Videos mehr von mir. Und natürlich lohnt es sich auch immer, auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeizuschauen. Die Links zu denen und natürlich auch zum Kanal vom Len16, der das Ganze hier mit mir spielt, findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.